Nee, ich behalte mir das Material. Bescheidene Ben, ja. Stand makellos. Fragen? Uralt! Uralter BD1. Makellos. Das können wir nehmen. Kampfstile. Beischwerter. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Durch meine Subs, ja. Wie viele Lukas-Subs war dieses Lichtschwert jetzt wert? Was ist das? Landen wir. Themasfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel. Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, bitte. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Hey, wir sind jetzt auf dem Planeten, wo das meiste Leben stattfindet. Wenn man den Reviews glauben mag, wo ist die Mantis? Da ist die Mantis. Es ist so ruhig. Bravo, hätte das gefallen. Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Okay, also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Drücke R3 während dem BDs Fernglas zu nutzen. Hm. Okay. Pin platzieren, oh Gott! Sag mir jetzt nicht, dass es hier so eine Open World. Schrecklich. Das ist mal ein Riesenvieh. Kannst du aber unser Ziel. Also nichts wie hin. Voodoo-Karte öffnen. Okay. 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 Einiges wie dein goldenes Abzeichen. Ja, auf jeden Fall. Hier lang. Wäre ich fast in den Tod gesprungen. Huch! Das letzte Mal, dass ich einen Luca gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her.
Prof, was würdest du jetzt sagen? Los, die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Ich meditieren? Muss ich aber gerade nicht. So, wie ist das? Ah, jetzt haben beide Lichtschwerter die gleiche Farbe. Wäre halt cool, wenn die Lichtschwerter, wenn wir schon zwei haben und auch unterschiedliche Farben haben könnten. Das wäre ziemlich geil. Sieht nicht so aus, als würde dieses Tor funktionieren. Echo? Warte! Stopp! Stopp! Perfekte Baggermaschine. Improvisiert und rasch zusammengebaute Maschinen neigen oft zu Fehlfunktionen, wer hätte es gedacht. Wenn sie immer wieder an ihre Grenzen gebracht werden, wovon die Prospekturen von Kobu ein Lied singen können. Gut gemacht. Ja, was für ein... Schau der Peter. Von dem einheimischen Makobo als Springer bekannt, haben aus Notwendigkeit gelernt, sich an ihre Umgebung anzupassen. Sie warten versteckt im Gelände, bis eine ahnungslose Beute ihnen zu nahe kommt. Dann schlagen sie überraschend zu und schalten die Gegner idealerweise mit ihren scharfen Klauen und spitzen Zähnen aus. Verrostet, wie alles andere hier. Kamin-Druide. Druiden werden in der gesamten Galaxis zur Unterstützung organischer Arbeiter für manuelle Arbeit eingesetzt und Kobo macht da keine Ausnahme. Ebenso normal ist es, dass sie nach getaner Arbeit unwürdig dem Rost überlassen werden. Die Armen. Oh, ich hatte gerade. Habt ihr das gesehen? Wir hatten gerade einen schönen Grafikbug. Links. Einen wunderschönen Grafikbug hatten wir gerade. Ich glaube, hier kann ich eine Brücke basteln. Mal gucken. Mal hier hoch. Noch irgendwas außer der Kiste? Nee, ne? Erstmal bei einem Lichtschwert. Das haben wir ja alles gescannt, ne? Jetzt in die Ecke hier. Dämlichen Viecher. In die Ecke gucken. Gut. Dann würde ich nochmal mit dem Fahrstuhl hochfahren, wenn das geht. Ende des Tages war das hier alles nur optional.
werde ich relativ tot sein. Weil das... Weiß nicht, es sieht schon danach aus, dass man da hin kann, oder? Scheinbar nicht. Okay, ich glaube, wir sollen da runter. Wir waren da schon richtig. Versuch. Ein Luca-Hulk. Was macht denn ein altes Kampfschiff der Separatisten hier? Das weiß ich nicht so genau. Digital, hallöchen. Hello there. Genau das. Ich soll schon hier lang gehen, ist schon klar, aber... Unten werde ich relativ tot sein. Ach, guck mal. Ich jetzt erst. Roger, Roger. Scharfe Granate hier. Ich kriege dich. Kampfdroiden. Gut gemacht. B1-Kampfdruide. Der B1-Kampfdruide wurde während der Klonkriege zum Standard-Fußsoldaten der Konföderation unabhängiger Systeme. Er ist weniger für seine Fähigkeiten im Kampf bekannt, sondern eher für seinen mechanischen Hartnäckigkeit. Mit Blaster oder Schwert ist er leicht auszuschalten, aber man sollte ihm dennoch mit Vorsicht begegnen. Scharfe Granate hier. Rrr. Sieht nice aus, ja. Ich... wollte es eigentlich auf dem PC spielen, aber ich habe es dann auf dem PC mal ausgetestet vorhin und auch mal im OBS ausgetestet, geguckt, wie es läuft und na, läuft nicht so dolle. Na, deshalb habe ich mich jetzt für die PlayStation 5 Version entschieden. Die auch sehr, sehr schön aussieht. Also grafisch habe ich da jetzt noch keine Unterschiede ausgemacht zwischen PC und PlayStation 5. Das ist dann wohl wieder so ein Ding, da musst du genau hingucken, um wirklich die grafischen Unterschiede zu sehen. Komm schon. Noch ein Klumpen. Noch ein Klumpen. Oh, wieso? Weil das Spiel einfach kacke optimiert ist. Man muss erst ein paar Patches abwarten. Also, das liegt definitiv nicht an meiner Hardware. Wäre noch schöner. Nee, man muss einfach ein paar Patches abwarten. Das sagen auch die ganzen Reviews. Aber hier auf der Konsole läuft's relativ gut. Also ich bin überrascht. Ja. Also ich werde es auf dem PC halt privat spielen. Und ja, gut ist. Und hier auf der PlayStation spiele ich es halt dann mit euch. Für die Batman Raider! Für die Batman Raider! Yeah! Batman ist auch da! Hörst du das? Nicht mit mir! Ich bin verletzt! Sie sehen nicht aus wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Batman Raider? Wo ist Kreese da bloß reingeraten? Kel, Batman Raider, nicht Batman Raider. Du willst es zweimal spielen, ja einmal mit euch und dann privat. Weil, zum Beispiel in der Spätschicht streame ich ja nicht. Ne? Aber ich habe halt trotzdem Bock auf das Spiel. Und so könnte ich das Spiel trotzdem spielen, ohne dass ich euch irgendwas wegnehme. Und kann es dann immer noch mit euch spielen. Aber dann spoilerst du dich ja. Ja. Das ist richtig. Das hast du sehr gut kombiniert, Digital. Dann ist die Reaktion ja nicht überraschend. Ja. Und? Ich kann hier im Stream ja Sachen anders entscheiden. Oh. Wenn es irgendwas zu entscheiden gibt. Die Viecher hasse ich jetzt schon. Ich weiß ja nicht.
Nein, weil zum Beispiel nächste Woche habe ich wieder Spätschicht. Und dann Spätschicht streame ich nicht. Möchte ich nicht streamen. Und ich will einfach nicht so lange warten, bis ich das Spiel weiterspiele. Und wenn ich es jetzt mir schon zweimal gekauft habe, dann muss ich es auch zweimal spielen, ne? Sonst wäre das Geld ja hinüber. Hi. Warum ich mir das zweimal kaufe, weil ich es eigentlich auf dem PC spielen wollte, auf dem PC getestet habe, gesehen habe, dass es doof läuft, als ich einen Stream-Test gemacht habe. Und dann habe ich es nochmal für PlayStation geholt. Deshalb. Ich habe einige Spiele zweimal. Ah, Digitalism Lurk lernen. Ja, dann viel Erfolg beim Lernen, Digital. Zu viel Geld? Nein! Huch! Verwirrt mich Digital schon so sehr, dass ich hier sterbe. Ach Mann! Mach ich den jetzt hier? Mein Leben schwindet. Riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei, jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl befördert werde? Dann lasse ich andere Druiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Das ist schon ein Dilemma. Ist schon schwer, so ein Leben als Druide. Ich erlöse ihn mal eben davon. Dilemma gelöst. Dilemma gelöst. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tun, bitte. Danke, Kumpel. Außerdem, um das auch nochmal aufzugreifen, bin ich überrascht und so, dann dürfte ich ja nie wieder ein Spiel im Stream spielen, was ich schon mal privat durchgespielt habe. Das wäre doch kacke. Da hätte ich auch nie Jedi Fallen Order spielen dürfen. Und dann dürfte ich niemals Final Fantasy VII anfangen. Das habe ich ja auch mal angefangen. Oh, was ist denn hier los? Die Batman-Truppe hat Ärger. Neuer Tag und wieder ein Droide begraben oder angefallen oder weg. Ja. Wie als ich, armes Klappergestell. Ja, es ist schon. Was das angeht, du bist mehr wert. Bestätigt. Ziel bestätigt. Ist entkommen. Hast du gemerkt, was? Tja, besser es läuft weg als auf uns zu. Befehle, das Biest töten. Bereich besetzen. Ich kenne die Befehle, Blechkopf. Wir sind ihm schon bald wieder auf der Spur. Aber melde erstmal unseren kaputten Gefährten hier. Bestätigt. Ei. Bestätigt. Ich denke, es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Wo der B1-Kampfdroide scheitern würde, sollte der B2 definitiv erfolgreich sein. Dieser Super-Kampfdroide ist stärker, hat ein besseres gepanzertes Chassis und wirkt dadurch überaus einschüchtern. B2-Droiden waren mit zwei Handgelenksblastern und Raketen bestückt und wurden während der Klonkriege für einen einzigen Zweck entwickelt. Zerstörung! Der sieht böse aus. Jetzt nicht mehr, Lukas. Der tut dir jetzt nichts mehr, Lukas. Alles ist gut.
Ah,